Hallo liebe Sternzeichen Skorpion, ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Legung für den August ansiehst. Wir schauen uns jetzt an, was die Karten dir zum August mitgeben können und starten dabei mit dem schamanischen Traumdeck. Also, was können dir die Karten zum August verraten? Was kommt auf dich zu? Was spielt sich bei dir ab? Welche Themen, welche Energien sind besonders präsent bei dir in den kommenden Wochen? Welche Nachrichten, welche Botschaften solltest du zum August erhalten, liebe Sternzeichen Skorpion? Worauf solltest du hier hingewiesen werden? Worauf möchten die Karten dich aufmerksam machen? Was solltest du zum August wissen? Ich habe das Gefühl, dass beide diese Karten rauskommen sollten. Eigentlich nehme ich immer nur die oberste, die lag jetzt so ungefähr drauf. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Staubteufel hier auch noch für dich raus will. Wir haben zum Staubteufel das Thema Befreiung aus der Stagnation, außerdem die Sterne am Himmel mit dem Thema grenzenlose Möglichkeiten. Eine Karte lege ich noch für dich dazu, bevor wir dann zu den Tarotkarten übergehen. Zum Schluss gibt es auch noch eine Starseed-Orakelkarte. Und mir fällt gerade auf, dass wir hier die spiegelverkehrten Zahlen haben, also die Nummer 51 und die Nummer 15. Für manche könnte sich hier am 15. August etwas Relevantes abspielen. Jemand könnte 51 Jahre alt sein oder diese Zahlen resonieren ansonsten irgendwie mit dir. Und hier haben wir jetzt noch die Nummer 7 mit dem Pakt und dem Thema Heiliger Vertrag. Am 7. August könnte für manche hier etwas Wichtiges passieren, sich etwas abspielen. Oder diese Zahl resoniert, wie gesagt, ansonsten irgendwie mit dir. Okay, ich habe gerade so ein kleines Gefühl von Intervention. Ich habe das Gefühl, das Universum, Gott, woran auch immer du glaubst, diese höhere Macht, interveniert hier, setzt einen Vertrag auf, um zu sagen, genug mit dieser Stagnation. Es reicht mit dem Stillstand. Es reicht mit dieser unzufriedenen Situation, in der du dich vielleicht irgendwo befindest. Das kann für manche eine berufliche Angelegenheit sein oder eine Wohnsituation, die nicht gerade zufriedenstellend ist, eine Beziehung oder keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, dass es irgendeine Situation in deinem Leben gibt, wo diese höhere Macht, mit der du verbunden bist, sagt, nee. So kann es nicht weitergehen. Dementsprechend, ich glaube, dass du hier grenzenlose Möglichkeiten empfangen wirst. Beziehungsweise es gibt schon grenzenlose Möglichkeiten, aber ich habe das Gefühl, dass du durch diesen Vertrag hier Zugang erhältst zu diesen Möglichkeiten, um dich aus der Stagnation zu befreien. Irgendwie kommt hier durch, dass du eigentlich gar nicht so lange in einer Situation feststecken solltest. Dass eine Situation eigentlich gar nicht so lange so unzufriedenstellend sein sollte. Es ist Zeit, Dinge durcheinander zu bringen. Und ich glaube, das wird das Universum, das wird Gott für dich unternehmen. Oder woran auch immer du glaubst. Für manche können das auch Engel oder Ahnen oder Spirit Guides sein, wie auch immer. Aber ich glaube, etwas wird hier durcheinander gebracht. Eine höhere Macht sagt, nee, das Sternzeichen Skorpion hat sich lang genug in dieser Situation befunden und irgendwie muss ich dem Sternzeichen Skorpion jetzt helfen oder müssen wir dem Sternzeichen Skorpion helfen, um sich daraus zu befreien, weil so kann das nicht weitergehen. Sehr interessant. Lass uns die Prinz- und Tod-Tarot-Karten dazulegen. Das ist ein Deck, das ich von zwei Damen zugeschickt bekommen habe, die dieses Deck selber kreiert haben, was ich natürlich gerne unterstütze. Dementsprechend lege ich jetzt einfach mal diese Karten für dich zum August, liebe Sternzeichen-Skorpion. Was ist das hier für ein Stillstand, aus dem du dich löst und wie kannst du dich daraus lösen, beziehungsweise wie wirst du daraus befreit hier? Wie schreitet das Universum oder Gott ein?
Und was spielt sich ansonsten diesen Monat bei dir ab? Was solltest du sonst noch zum August wissen? Liebe Sternzeichen Skorpion. Okay, wir haben die Ausgewogenheit zum einen, außerdem den Prinz der Schwerter. Mit dem Prinz der Schwerter haben wir hier Luftenergie, Wassermann, Waage, Zwillinge könnten also bei dir eine Rolle spielen diesen Monat. Außerdem haben wir hier noch die Königin der Münzen, Erdenergie, Jungfrau, Stier, Steinbock. Eine Karte bitte noch für das liebe Sternzeichen Skorpion zum August. Was spielt sich da bei dir ab? Was kommt auf dich zu? Was solltest du hierzu wissen? Was erwartet dich in den nächsten Wochen? Und da haben wir noch die Prinzessin der Stäbe. Feuerenergie, Löwe, Widder, Schütze. Also hier kommen schon mal viele verschiedene Elemente oder Sternzeichen durch, die in deinem Umfeld eine Rolle spielen könnten. Kann natürlich auch sein, dass du selber gewisse Eigenschaften verkörperst, die diese Karten hier ausdrücken. Wir gehen das Ganze der Reihe nach durch und schauen uns das nochmal im Detail an. Wir starten aber mit der Erklärung der Ausgewogenheit. Wofür steht die Ausgewogenheit hier bei dir zu Beginn des Monats? Was könnte sich hier Anfang August bei dir abspielen, liebe Sternzeichen Skorpion? Was solltest du ungefähr zur ersten Augustwoche wissen mit der Ausgewogenheit und dem Nahen? Und hör bitte wie immer auf deine eigene Intuition. Sie wird dir sagen, welche dieser Nachrichten hier mit dir resonieren und welche nicht. Nimm nur das für dich mit, was eben passt, und lass den Rest für andere übrig. Wir haben hier jetzt noch das Erwachen. Und die Stärke-Karte. Nur große Arkana-Karten in der ersten Spalte. Und die großen Arkana-Karten haben oftmals doch etwas mehr Gewicht als die kleinen Arkana-Karten und stehen dafür, dass sich hier vielleicht, ich sag mal, größere Dinge in Anführungsstrichen abspielen. Das heißt, die erste Augustwoche könnte für einige hier recht relevant sein und große Veränderungen mit sich bringen. Große Erkenntnisse hier vielleicht auch so ein bisschen mit dem Erwachen. Ich kann mir vorstellen, dass du etwas erkennst für dich Anfang August. Erkennst, was für Entscheidungen du vielleicht treffen möchtest. Auf welche Art von Neustart du dich einlassen möchtest. Beziehungsweise wie dieser aussehen soll. Ich kann mir vorstellen, was auch immer hier, sage ich mal, aus der Stagnation gelöst wird, was auch immer hier ins Rollen kommt, das könnte schon Anfang August sich bei einigen zeigen. Ja, das kann eine Idee sein, die dich mitreißt und motiviert, etwas zu ändern. Das kann eine Möglichkeit sein, die sich dir offenbart. Das kann eine Erkenntnis sein, die dir sagt, ah, okay, so kann ich das Ganze angehen. Aber lass uns das genauer ansehen. Das ist mir noch so ein bisschen zu unspezifisch. Ich wüsste gerne, was das hier für eine Erkenntnis ist oder für eine neue Möglichkeit. Oder was ist das hier, was sich dir offenbart Anfang August? Okay, wir haben die Liebenden. Ich glaube auch, dass du relativ ausgewogen sein dürftest, ausgeglichen sein dürftest Anfang August. Okay. Auch hier nur große Arkana-Karten. Die Liebenden, die Sonne, das Gericht. Anfang August wird für dich, glaube ich, eine sehr angenehme Zeit. Liebe Sternzeichen Skorpion, gerade auch hier, weil wir die Sonne noch haben, zur Erklärung. Da kommt etwas sehr, sehr Schönes auf dich zu. Irgendeine Möglichkeit. Es kann sein, dass dir jemand etwas mitteilt Anfang August, was dich extrem freut. Wie gesagt, es kann eine Möglichkeit sein oder vielleicht teilt dir jemand etwas mit, was du gerne hörst. Vielleicht macht dir jemand Komplimente oder
Meinetwegen könnte hier jemand auch seine Gefühle gestehen oder dir sagen, hey, lass uns an irgendwas zusammenarbeiten. Ich habe hier eine Möglichkeit für dich oder ich weiß nicht genau, aber Anfang August dürfte eine sehr, sehr positive Zeit für dich sein, wo Dinge für dich einfach sehr gut laufen. Das heißt, das Glück steht hier auf deiner Seite in der ersten Augustwoche. Und vielleicht findest du eine Möglichkeit, wie du das für dich nutzen kannst, so ein bisschen. Anfang August ist definitiv ein guter Zeitraum, um etwas Neues zu starten. Wenn du Anfang August etwas Neues beginnst, glaube ich, dass diese wunderbare positive Energie sich auch in Zukunft weiter durch diese Angelegenheit ja, durchziehen wird. Oder wie sagt man das? Du wirst, denke ich, einfach diese positive Energie mit dieser Sache verbinden. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Hobby startest, was dir Freude bereitet, ich glaube, dass du auch in Zukunft einfach Spaß daran haben wirst, weil dieser Einstieg so unglaublich positiv ist für dich. Ja, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Vielleicht, wenn du einen neuen Job hier startest Anfang August, dann glaube ich, dass die Zeichen hier einfach sehr gut dafür stehen, dass das Ganze auch langfristig erfüllend für dich sein kann, weil dieser Einstieg so, so schön ist. Also was auch immer du Neues beginnst, und das kann auch was Spontanes sein, Anfang August ist ein guter Zeitpunkt dafür. Nicht nur, weil es Anfang August sich gut anfühlt, sondern ich glaube, wenn du eben etwas mit dieser Energie beginnst, dann wird es auch langfristig sich weiterhin gut anfühlen. Okay. Wenn du etwas an deinem Aussehen verändern möchtest, ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, weil ich glaube, dass du damit zufrieden sein wirst und dementsprechend das auch weiterhin so vielleicht tragen möchtest, was auch immer es ist, ob es eine Frisur ist oder ein neuer Kleidungsstil oder so. Wenn du dir etwas kaufst Anfang August, kann ich mir vorstellen, dass du sehr zufrieden damit sein wirst, dass du deine Freude daran haben wirst. Aber Anfang August ist ein guter Zeitpunkt, um dich etwas Neuem zu widmen, weil diese positive Energie, diese Motivation auch, dieser Spaß sich fortsetzen wird, so gesehen. Lass uns den Prinz der Schwerter ansehen. Wofür steht der hier bei dir? Ungefähr in der zweiten Augustwoche, liebe Sternzeichen Skorpion. Übrigens würde es mich nicht wundern, wenn manche hier vielleicht jemanden kennenlernen oder eine Beziehung eingehen oder sowas. Dafür wäre auch ein guter Zeitpunkt. Was auch immer es ist, lass dich in der ersten Augustwoche auf neue Dinge ein. Weil ich glaube, das wird sich lohnen. Es wird dir Freude bereiten. Das ist einfach ein sehr guter Zeitpunkt dafür. Okay, wir haben zum Prinz der Schwerter die Mondkarte und das Ass der Stimmen. Ich sehe hier neue Kommunikation in der zweiten Augustwoche. Neuen Austausch, vielleicht von jemandem, der sich bisher bedeckt gehalten hat. Der Prinz der Schwerter ist jemand, der sich gerne mal zurückhält und analysiert und beobachtet, bis er einen Schritt auf jemanden zumacht. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, aber ja, auch mit der Mondkarte sehen wir hier, dass jemand sich so ein bisschen bedeckt gehalten haben könnte, im Hintergrund gehalten haben könnte. Die Mondkarte steht oftmals für ja, eine verstecktere, heimlichere Energie, sagen wir es so. Das heißt, vielleicht könnte jemand sich im Hintergrund Gedanken über dich gemacht haben, dich beobachtet haben, so ein bisschen vielleicht auch auf den sozialen Medien geguckt haben, was du machst oder so. Aber mit dem Ass der Stimmen sehen wir hier neuen Austausch, neue Kommunikation, neue Klarheit. Dementsprechend habe ich das Gefühl, dass sich hier jemand nicht mehr Ewigkeiten zurückhalten wird, sondern vielleicht dann im August auf dich zukommt, den Kontakt zu dir sucht. Wir haben hier die 7 der Materialien. Ja, ich habe das Gefühl, jemand möchte hier anknüpfen, jemand möchte die Verbindung zu dir wieder stärken.
Könnte ein Luftsternzeichen sein, Wassermann, Waage, Zwillinge oder Sternzeichen Fische kommt auch durch mit der Mondkarte. Lass uns schauen, wer das sein könnte. Ich habe Lust, ja noch ein bisschen mehr dazu zu erklären. Okay, ja, wir sehen auf jeden Fall, dass das jemand aus deiner Vergangenheit sein könnte, jemand, den du bereits kennst oder mit dem du schon mal dich auseinandergesetzt hast. Ja, muss jetzt kein Ex-Mensch sein, das kann auch jemand sein, mit dem du mal befreundet warst oder mit dem du dich einfach schon mal ausgetauscht hast, jemand, den du schon mal ansatzweise zumindest kennengelernt hast. Ich glaube, diese Person ist dir auf jeden Fall bekannt. Aber vielleicht gab es hier einen Abstand, temporär, vielleicht gab es hier eine gewisse Distanz, eventuell aufgrund von Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedlichen Lebenswegen, die euch so ein bisschen auseinandergeführt haben. Aber ich sehe hier, dass es zwei Energien gab zwischen euch, die nicht ganz zueinander gepasst haben. Okay, so wie diese Pfeile hier entgegengesetzt sind, habe ich das Gefühl, gab es bei euch unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Ziele und Wünsche, unterschiedliche Charaktereigenschaften. Irgendetwas hat sich hier widersprochen, aber ich habe das Gefühl, dass jemand diesen Widerspruch auflösen möchte und deshalb auf dich zukommt. Jemand möchte vielleicht schauen, ist dieser Widerspruch immer noch vorhanden? Lässt sich das nicht vielleicht mittlerweile vereinbaren irgendwie? Und das kann jemand sein aus der Liebe, das kann jemand sein, mit dem du es bisher freundschaftlich oder bekanntschaftlich zu tun hattest. Vielleicht ist es für manche auch ein alter Arbeitskollege, der hier den Kontakt zu dir aufnimmt und irgendwie gucken möchte, ob euch noch was miteinander verbindet. Oder ob ihr mittlerweile zu weit voneinander distanziert seid, zu unterschiedliche Leben führt, zu unterschiedliche Ansichten habt, etc. Wir schauen uns jetzt die Königin der Münzen an. Wer ist die Königin der Münzen hier? Wessen Energie ist das bei dir im August, liebe Sternzeichen Skorpion? Entschuldigung für das Chaos hier, aber ja, ich meine, es ist nur symbolisch dafür, dass bei dir im August so ein bisschen was durcheinander gewirbelt wird, hier mit diesem Staubteufel. Ich glaube, dass Dinge sich vielleicht temporär im August so ein bisschen verwirrend oder chaotisch anfühlen könnten, aber nicht auf eine negative Art und Weise. Ich glaube bloß, dass du ja einfach manchmal dem Moment Zeit nehmen musst im August, bis die Dinge sich so ein bisschen legen oder beruhigen und du sie besser verstehen kannst, bis du einen besseren Durchblick hast. Aber das ist ja letzten Endes auch gut. Ich glaube, das ist genau das, was du wahrscheinlich auch willst und brauchst irgendwo, weil du irgendwo festgesteckt zu haben scheinst. Das heißt, wenn es hier kein Weiterkommen gab in einer Verbindung zum Beispiel, vielleicht ist es das, wo eine neue Veränderung aufkommt, wo neue Energie auftaucht und du befreit wirst aus diesem Stillstand. Für manche kann das, wie gesagt, auch eine andere Situation sein, aber vielleicht resoniert das hier in Bezug auf das, was wir eben in der zweiten Spalte angesprochen haben. Vielleicht war es diese Verbindung zu dieser Person, die sich zurückgehalten hat, die nicht weitergekommen ist und wo es jetzt aufgewirbelt wird und ja, Veränderung gibt. Aber wir wollten uns die dritte Spalte anschauen. Zur Königin der Münzen haben wir hier den Knaben der Inspiration und die Gerechtigkeit, außerdem den Knaben der Emotionen. Jede Menge verschiedene Sternzeichen, die hier durchkommen. Mit der Königin der Münzen haben wir, wie schon angesprochen, die Sternzeichen Jungfrau, Stier, Steinbock, also Erdenergie. Mit dem Knaben der Inspiration haben wir Feuerenergie, Löwe, Widder, Schütze und mit dem Knaben der Emotionen Krebs, Skorpion, Fische. Aber ich sehe hier auf jeden Fall neue Inspiration. Du könntest sehr inspiriert sein und auch irgendwo Lust haben, kreativen Aktivitäten nachzugehen.
Ich sehe, dass manche sich Zeit für etwas nehmen können, wofür sie vorher vielleicht keine Zeit hatten oder nicht die Energie hatten. Aber jetzt fühlst du dich als Königin der Münzen gefestigt genug, um zum Beispiel kreativen oder sportlichen Hobbys mehr nachzugehen oder dich auch in Verbindungen mehr zu öffnen. Ich sehe schon, dass du eventuell, wenn du in der Liebe Lust darauf hast, dich jemandem öffnen könntest. Wir sehen hier ein sehr offenes Herz, dass jemand bereit ist, vielleicht sogar Gefühle zu entwickeln oder zumindest zu schauen, kann das hier mit jemandem entstehen. Ich sehe eine große Neugierde und Lust, sich auf das einzulassen, was hier auf dich zukommt, weil wir sehen schon jede Menge neue Energie oder Weiterentwicklung, Veränderung für dich im August. Aber ich finde es schön, hier eben in der dritten Spalte dann auch zu sehen, dass du bereit bist, dich darauf einzulassen. Diese Veränderungen, diese neuen Energien bringen dir nichts, wenn du sie nicht in Empfang nehmen kannst. Aber das kannst du. Du hast die Kapazität dafür, du hast die Lust darauf, du bist selber stabil genug, sag ich mal, gefestigt genug in dir selber mit der Königin der Münzen, um dich zu öffnen. Das heißt, ich sehe hier eine Entscheidung, dich auf etwas einzulassen. Für manche kann das vielleicht diese Person sein, die hier nochmal den Kontakt zu dir aufnimmt, wo du eventuell erst drüber nachdenken musst, möchte ich mich darauf einlassen und wenn ja, inwiefern? Vielleicht sagen manche, ja, ich möchte zumindest hier diesen Kontakt weiter ausbauen, um zu gucken, was daraus entstehen kann. Wenn du dich eher etwas komplett Neuem öffnen möchtest, dann ist auch das, wie gesagt, möglich. Ich glaube, hier wird es zuhauf neue Energien geben, die auf dich zukommen im August. Aber ich glaube, dass manche hier in der dritten Augustwoche sich bewusst dafür entscheiden, sich auf etwas oder auf jemanden einzulassen. Warum nicht auch hier gleich nochmal eine Erklärung dazulegen? Das haben wir jetzt bei jeder Spalte bisher gemacht. Dementsprechend können wir das auch für die dritte Augustwoche nochmal tun. Ja, ich habe das Gefühl, dass du dich entscheidest, dich in einer Situation zu öffnen, wo du in der Vergangenheit nicht ganz so offen warst. Okay. Ich glaube, das ist eine Situation, wo du sagst, okay, ich war vielleicht in der Vergangenheit nicht bereit dafür oder ich hatte Angst davor oder ich habe es nicht aus voller Überzeugung gemacht. Aber jetzt bin ich an dem Punkt. Ja, nämlich deine Neugierde ist auch sehr, sehr groß im August und ich glaube, das führt dazu, dass du dir sagst, okay, jetzt möchte ich gucken, wohin mich das führt. Jetzt bin ich bereit, mich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen, mich selbstständig zu machen oder mich auf diese Person einzulassen oder mich auf die Liebe generell einzulassen. Aber irgendetwas, was dich schon so ein bisschen aus deiner Komfortzone herausbringt, könnte dich jetzt so sehr reizen und neugierig machen, dass du sagst, okay, trotz meiner Ängste oder Bedenken, schlage ich diesen Weg ein. Trotzdem öffne ich mich, weil ich einfach gucken möchte, was daraus entstehen kann, weil ich auch selber gar keine Lust mehr auf diese Stagnation oder diesen Stillstand habe. Ja, wenn du vielleicht in der letzten Zeit gesagt hast, ich wollte lieber Single bleiben, weil ich irgendwo das Gefühl hatte, noch nicht bereit zu sein für eine neue Beziehung, dann war das bestimmt ein nachvollziehbarer Gedankengang. Vielleicht brauchtest du noch Heilung, vielleicht brauchtest du noch Zeit für dich, vielleicht gab es noch Dinge, die du irgendwo klären wolltest. Aber ich glaube, jetzt hast du keine Lust mehr, diese Dinge vorzuschieben. Jetzt hast du keine Lust mehr, dich zurückzuhalten. Okay. Oder eben auch, wie zum Beispiel für manche kann es beruflich resonieren. Vielleicht hattest du immer Bedenken oder das Gefühl, ich habe noch nicht ein genügend großes finanzielles Fundament, um mich zum Beispiel selbstständig zu machen, um einen neuen Weg einzuschlagen beruflich. Aber ich glaube, jetzt lässt du dich von diesen Bedenken nicht mehr zurückhalten und öffnest dich einem neuen Weg mehr oder weniger.
Nimm's mit, wie es für dich resoniert, aber ich habe das Gefühl, dass du hier dich bewusst aus deiner Komfortzone herausbewegst und dich entscheidest, dich etwas zu öffnen oder jemanden zu öffnen. Und das muss nicht für jeden so eine lebensverändernde Sache sein, wie ein neuer Job oder eine neue Beziehung. Für manche kann es auch einfach nur sein, dass du sagst, okay, ich gehe hier irgendeine Aktivität nach, vor der ich Angst hatte. Vielleicht überwinde ich meine Höhenangst oder meine Sozialphobie oder was auch immer. Ich traue mich diesen Monat mal, mich auf etwas einzulassen, was mich herausfordert, weil ich vielleicht diese Veränderung, diese Spannung in meinem Leben haben möchte, weil ich diesen Monat bereit bin, mich dem zu stellen. Lass uns die Prinzessin der Stäbe ansehen. Wofür steht die Prinzessin der Stäbe hier gegen Ende des Monats? Was solltest du ungefähr zur letzten Augustwoche wissen, liebe Sternzeichen Skorpion? Mit der Prinzessin der Stäbe haben wir hier nochmal Feuerenergie, Löwe, Widder, Schütze. Im klassischen Tarot wäre das der Knabe der Stäbe. Und dazu haben wir die Sonne, was natürlich super, super schön ist. Für mich kommt hier starke Feuerenergie durch. Das heißt, ich würde mich absolut nicht wundern, wenn du es in der zweiten Augusthälfte mit einem Feuersternzeichen zu tun hast. Und ich sehe hier, dass du sehr schöne Momente erleben könntest, ungefähr Ende August. Ich denke, dass du hier wahrscheinlich viel Zeit mit Freunden, mit Familie verbringst, Partner, Partnerin, falls du jemanden hast. Viel rausgehst, viel unternimmst, dich raus in die Sonne begibst. Das sieht schon ziemlich schön aus. Eine Karte noch zur Erklärung der Prinzessin der Stäbe hier mit der Sonne und der zwei der Materialien. Ich sehe ja auch, dass du Situationen gut ausgleichen kannst Ende des Monats. Dass du eine gewisse innere und äußere Harmonie beibehalten kannst. Sollte es zum Beispiel Lebensumstände geben, die dich irgendwo stressen, ich sehe, dass du irgendwo eine gute Möglichkeit findest, diesen Stress auszugleichen und wieder ja, zu einer inneren Ausgeglichenheit zu finden, trotzdem Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Aber auch in manchen Beziehungen hier, gerade in Freundschaften oder familiären Beziehungen, kommt hier für mich durch, dass du irgendwo das Gleichgewicht wahren könntest. Sollte es hier irgendwo unterschiedliche Meinungen geben oder kleine Konflikte oder so. Ich habe das Gefühl, dass du die Person bist, die das Ganze Ende August ins Gleichgewicht bringt und gute Laune verbreitet und anderen Menschen vielleicht auch irgendwo zeigt, hey, lass uns einfach, ja, Spaß haben, tollen Dingen nachgehen, unser Leben genießen. Und uns nicht an Kleinigkeiten aufhalten. Ja, ich habe das Gefühl, dass du sehr, sehr gute Laune hast diesen Monat und das auch ausstrahlst und damit andere Menschen ansteckst. Besonders wenn es um Feuersternzeichen in deiner Umgebung geht. Ja, gerade eine Beziehung zu einem Feuersternzeichen könnte ausgewogener werden, ausgeglichener werden. Ich glaube, dass du mit dieser Person sehr schöne Momente erleben kannst. Also das sieht schon ziemlich, ziemlich gut aus. Ich denke absolut, dass du hier im August auf deine Kosten kommen wirst und eine schöne Zeit haben wirst. Hierzu wüsste ich jetzt nicht, was ich da noch genauer erklären soll. Deshalb belassen wir es dabei. Wir legen natürlich jetzt noch eine Starseed-Orakelkarte für dich dazu. Und wenn du genau wissen möchtest, was sich in der Liebe bei dir im August abspielt, dann nehme ich dazu auch noch mal eine weiterführende Legung auf.
Die findest du unten verlinkt in der Infobox. In der weiterführenden Legung schauen wir uns genauer an, mit wem du es zu tun hast, was die Eigenschaften deines Gegenübers in der Liebe sind, wie sich das Ganze im August und nach dem August zwischen euch weiterentwickelt. Für die Singles gucken wir uns an, ob es hier Beziehungspotenzial gibt. Also wenn dich das interessiert, wie gesagt, findest du den Link unten in der Infobox. Besonders wenn eben diese Legung so weit in der Liebe auch mit dir resoniert hat und du sagst, da könnte es tatsächlich jemanden aus meiner Vergangenheit geben, der nochmal auf mich zukommt. Oder ich entscheide mich hier jetzt bewusst, mich auf jemand Neues einzulassen, weil ich da jetzt wirklich für bereit bin, mich über meine Ängste und Sorgen hinaus zu bewegen. Ja, dann könnte die weiterführende Legung für dich gedacht sein. Wir schauen uns jetzt an, was die Starseed-Karten dir noch mitgeben können. Was ist da noch eine wichtige Nachricht an dich, liebe Sternzeichen Skorpion? Und da haben wir You're not for everyone. Embrace your weirdness, face your true north. Ja, du bist nicht für jeden gemacht oder gedacht und das ist auch gut so. Du sollst deine eigene Andersartigkeit feiern diesen Monat, weil ich glaube, wenn du zu 100% zu dir stehst, dann wird das dich für andere sehr attraktiv machen, dann wird das Menschen zu dir hinziehen und vor allen Dingen wirst du selber dann auch sehr viel Freude haben diesen Monat, okay? Ich glaube, je mehr du deinen eigenen Weg verfolgst und dich nicht beeinflussen lässt von Ängsten oder Sorgen und hier diese neuen Möglichkeiten, die sich dir ergeben, voll in Empfang nimmst, weil ich glaube, du wirst darin unterstützt vom Universum, von Gott, woran auch immer du glaubst. Diese Veränderungen, diese Neuanfänge sollen jetzt für dich beginnen. Je mehr du das annimmst, je mehr du dich darauf einlässt, ich glaube, desto besser wird dieser Monat für dich laufen. Du musst nicht perfekt sein oder am perfekten Punkt in deinem Leben stehen, um dich hier auf etwas einlassen zu können. Das ist eine sehr wichtige Nachricht in dieser Legung, glaube ich, für dich. Ja, du kannst immer noch Ängste oder Sorgen haben. Du kannst immer noch Problemzonen in deinem Leben haben, um die du dich in Zukunft noch kümmern möchtest. Es kann hier immer noch kleine Projekte geben, aber du kannst dich trotzdem auf Dinge einlassen. Du bist bereit. Aber ob du bereit bist oder nicht, entscheiden nicht deine Lebensumstände. Entscheidet auch niemand anders. Das entscheidest nur du. Und ich glaube, das tust du auch im August. Du entscheidest dich dafür, bereit zu sein und deshalb bist du bereit. Okay? Und wie gesagt, du wirst unterstützt. Ich glaube, Stillstand ist jetzt einfach nicht mehr angebracht. Deshalb freu dich auf neue Energie, neue Vorwärtsbewegungen und auf Möglichkeiten, dich auf etwas oder jemanden einzulassen. Ich denke, das wird ein guter Monat für dich. Also ich würde mich freuen, wenn du diesem Video einen Like gibst und meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht getan hast. Wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, dann findest du auch dazu den Link unten in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Resttag und einen richtig tollen August.